Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Digimon World 2003 für die PlayStation 1. Im letzten Part sind wir nach Baihu City gekommen. Das liegt genau am selben Ort wie Byakko City in Amaterasu nur halt. Und ja, wir werden jetzt das dritte Abzeichen holen. Den dritten ID-Pass, was auch immer. Und ja, das werden wir jetzt einfach mal machen. Ich habe jetzt offscreen überhaupt nicht mehr gelevelt seitdem. Ich hoffe, den Virenscanner-Scheiß sieht man hier wieder nicht. Meine Güte, was ist denn los? Ja, ich habe offscreen gar nichts gemacht. Ich werde jetzt bald sehr viel offscreen machen. Das heißt, es kann sein, dass bald nicht mehr jeden Tag ein paar Digimon World 2003 kommt. So, wir machen jetzt einfach mal weiter. Besiegen den Typen erstmal. Bist du der Baihu Chief? Ja, stimmt. Was willst du? Gib mir deinen weißen ID-Pass. Verstehe. Hahaha. Egal, was du versuchst. Wir gewinnen doch. Jetzt lernst du deine Lektion. So, und wir kämpfen gegen sein Rockmon. Ich guck mal ganz kurz, ob ich irgendwas Cooles kann. Nein, kann ich nicht. Dann werde ich erstmal normal attacken. Ich brauche dringend das Max-Level von Belsemon, weil ich dann einen Uber-Move kriege. Und ich werde jetzt auch sehr bald hier, wie gesagt, noch leveln, Stats farmen und so weiter. Stats, Alter, Stats. Und Rockmon kann schon was, hält schon was aus. Naja, ich habe auch Blitzelement dabei. Ist vielleicht ein bisschen schlecht gegen Rockmon. Ist ein bisschen schlecht gegen Rockmon. Ist egal. Ich habe den Elektro-Move, also dieses Elektro-Power 2, habe ich meistens drin für, oh, er wechselt aus. Habe ich meistens drin fürs Power-Leveln. Gegen Ebidramon sollte sogar Elektro-Power 2 ziemlich nützlich sein. Würde ich jetzt mal so behaupten. Ja, den machen wir 2-Hit. Und wir sind viel, viel schneller als der Gegner, deswegen greifen auch wir die ganze Zeit an. So. Ebidramon ist schon mal weg. Und da kommt wieder sein Rockmon. Das müssten wir jetzt eigentlich auch one-hitten. Oh, er wechselt direkt wieder. Und sein letztes ist ein Griffinmon. Sollten wir eigentlich auch recht fix down kriegen. Sollte jetzt nicht so overtrieben sein. Overtrieben! Overtrieben, durchtrieben, mega cool trieben. Was ich auch immer laber. Es ist viel zu früh, um aufzunehmen, Elias LP. So. Ja, wir haben Griffinmon besiegt und jetzt Rockmon nur noch einen Hit, dann haben wir den auch weg. Und dann gilt es gleich zum vierten Typen zu gehen, den vierten Platz zu machen und dann kommt auch schon so sozusagen der letzte Dungeon vom Spiel storytechnisch. Danach kommen noch 1000 verschiedene Sachen, so viel. Also ich komme bestimmt auf 80 Parts, vielleicht. Ich sag jetzt mal nicht bestimmt, aber ich sag mal vielleicht. Kann gut hinkommen. Yo, Belsemon Level 80. Also wie gesagt, es kommt bestimmt schon auf einige Parts hin, so noch. Wart's ab, leg dich nicht mit mir an. Hä? Ist das... Ja, stell dir vor, was da auf dem Boden liegen mag. Ja, der Bart von Thomas Gottschalk. Halt, warte. Thomas Gottschalk hat gar keinen Bart. Ja, ich hab den weißen ID-Pass. Wir brauchen nur noch einen, los. Ja. Also wie gesagt, wir besiegen jetzt noch den letzten Leader. Dafür müssen wir in den Nordsektor. Und wie auch schon in Asuka-Server ist das ziemlich ähnlich zu erreichen. Und deswegen werden wir hier jetzt erstmal cutten und wir sehen uns am Plug-Cup wieder. Genau, am Plug-Cup. Also im Ostsektor von Amaterasu-Server. Bis gleich. Okay, Leute, wir befinden uns jetzt im Ostsektor von Amaterasu-Server und wir sind am Plug-Cup. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus und es ist nicht das Süd-Cup. Naja, es ist das Plug-Cup und wie gesagt, wir sind jetzt schon am richtigen Loch, da müssen wir rein. Das ist dasselbe Loch, womit wir auch im Asuka-Server nach dem Nordsektor gekommen sind, soweit ich weiß. Ist alles ein bisschen verwirrend, also sorry, falls ich da irgendwie ein Dünnschiss laber, mache ich ja eh sowieso immer. Ja, und natürlich werden wir in der Platine vorspeeden, weil die halt sonst unerträglich ist. Okay, hier ist ein Patamon und hier geht's zum Plug-Cup von Amaterasu. Der Tunnel führt zum Nordsektor von Amaterasu, super. Da müssen wir auch hin. Schön mit Speed-Taste, weil sonst ist das echt unerträglich, Leute. Auch nicht für euch, glaubt mir. Und ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, was die Entwickler sich gedacht haben, als sie beschlossen haben, dass man hier so lang laufen muss ständig.
Und das haben sie wirklich extrem übertrieben. Und ich verstehe es echt nicht, Leute. Ich weiß nicht, warum man sowas macht. Ein Spiel in die Strecke ziehen. In die Länge strecken ist natürlich auch nicht so toll. So, wir sind jetzt da. Also, ganz ehrlich, ich find's voll crazy, dass die da so ewige Laufwege zwischen haben und alles. Das ist doch nicht mehr schön, das will doch keiner machen. So, und mit dem könnt ihr eigentlich Karten spielen, das mache ich jetzt auch einfach mal. Auch wenn ihr mir dann wahrscheinlich wieder böse seid. Oh mein Gott, wieso seid ihr mir böse? Ach, wisst ihr was? Ich spiele genug Karten noch in Zukunft. Ignorieren wir den Typen. Erst machen wir Blue Meramon fertig. Ich war hier schon mal aus Versehen offscreen, weil ich nicht mehr mit den Tunneln durchgeblickt habe. Und wenn ich dann so ein Blackout habe und dann von einem Tunnel zum nächsten renne, ich hasse diese Tunnelgebiete. Ich wollte da mal eine Map zu machen, aber anscheinend gibt es schon eine Map. Und ich weiß, meine Map würde wahrscheinlich noch ein bisschen detaillierter sein, aber die Arbeit erspare ich mir mal für ein Spiel, welches mich dann schon mit den Laufwegen ein bisschen arg gestresst hat. Ja, da geht's in die falsche Richtung, Jungen. Okay, dann zeige ich euch mal eine Technik oder so. Meine Güte, Soul Plunder. Auf geht's. Soul Plunder. Ja, der Meinung bin ich auch. Also gar nicht mal so schwach. Vielleicht sollten wir mal öfters Skills benutzen. Aber ich meine, der magische Wert von unserem Digimon ist ziemlich schlecht. Wir gucken uns das einfach mal an. Was hat er denn für Magie? Ja, 500. Im 500er Bereich sollten wir vielleicht noch maxen, dann zieht er richtig rein. Falls einer von euch das weiß, ist Belsemon eher magisch oder ist er physisch? Weiß ich gerade gar nicht. Naja, also von den Skills her. In einem Spiel. Der ist magisch. Total. Soul Plunder. Ich werde ja sowieso noch mit allen dreien versuchen, auf maximale Statuswerte zu machen, also mit dem Team. Ich denke, das ist zeitlich möglich, das werde ich machen. Das geht. So, Schuhberg. Falsche Übersetzung. Eine Stiefelberg. Ich trete dir meine Schuhberg in deinen Berg. So. Und hier wieder das Äquivalent zum Aska-Server, der Schneeberg. Der im Prinzip genauso verläuft. Wir brauchen nicht zum Innen, wir sind voll geheilt. Beziehungsweise die Gegner können uns nicht genug, um dass wir jetzt wirklich healen müssen. Frostberg. Da weiß ich jetzt gerade leider nicht mehr, wie man da laufen musste. Aber wir werden es sehr bald rausfinden, wie wir da laufen müssen. Müssen wir da nicht sogar... Ach, komm, wir laufen jetzt einfach mal eine Runde rum. Und wenn wir es finden, finden wir es. Und wenn nicht, dann kann man immer noch rumschreien. So, hier lang. Kann sein, dass es gleich wieder massiv klingelt. Sorry dafür. Ich hoffe, das zerstört nicht meine ganze Aufnahme hier. Immer diese Müllabfuhr. Ja, da sag ich doch, klingelt. Und, falls ihr es gehört habt, ich weiß es natürlich nicht. Mammoth. Und so, ne? Ist ja klar. So. Den haben wir platt gemacht, dann machen wir direkt weiter. Frostberg, ja. Da sollten ein paar Truhen vorhanden sein, aber ich glaube, so sonderlich tolle Items gibt's da nicht. Ich glaube, da gibt's mal 3000 Bit oder was. Also, falls wir es auf dem Weg finden, nehmen wir es mit. Wenn nicht, dann nicht. Dann lassen wir es zu Hause. Oh mein Gott. Da lang. Oder auch nicht. Oder doch? Ich bin richtig gelaufen. Juhu. Und dann hier oben lang. Juhu, wir haben es geschafft. Wir sind raus. Wir sind im Kampftor. Bitte lasst uns rein und nicht schon wieder irgendeiner, der uns nicht reinlässt. Du bist es, der den AOA Probleme macht. Geh sofort zum Chief. Er will mit dir alleine kämpfen. Oh mein Gott, was ist das denn für ein Babo? Geh sofort zum Chief. Er will mit dir alleine kämpfen.
Und er will dir dein Maul stapfen. Dein dummes Maul. Nein, Spaß. Das schafft er sowieso nicht. Und ich muss jetzt erstmal hier in diesem komischen, dunklen, was auch immer Weg rausfinden, wie ich laufen muss. Ich gehe zum Chief. Ich gehe zum Chief im Kampftor. Ich habe jetzt gar nicht gelesen, wie die Stadt heißt. Xuangwu. So, Xuangwu. Kung Fu. Kulon Shield. Brauchen wir nicht. Ja, wir sind irgendwie falsch gelaufen, wie es mir scheint. Ach ja, dann nach oben können wir. Ein paar Minuten haben wir noch. Den Leader möchte ich noch machen. Dann werde ich sehr viel Offscreen machen. Deswegen kann es sein, dass es ein paar Tage keinen Digimon gibt. Ich weiß es natürlich nicht. Vielleicht habe ich bis dahin noch ein anderes Projekt noch am Laufen. Ich habe ja extrem weit im Voraus aufgenommen. Du hast es bisher geschafft. Ich hätte es wissen müssen. Die anderen wurden besiegt. Xuangwu Chief, du hast den schwarzen ID-Pass. Ja, habe ich. Willst du ihn? Dann kämpfe. Und nimm ihn mir aus der Hand. Wetten, ich hole ihn mir. Und jetzt geht der Battle los. Gegen den Xuangwu Chief of Crazy Doom. Wir gucken mal, wie viel Soul Plunder abzieht. Einfach nur just for fun. Und ich werde noch übrigens zur Information für alle, die schon gelangweilt sind, weil ich nicht... Oh, weil ich nicht so viel Sachen zeige. Ich werde alle Digitationen zeigen. Ich werde auch Videos dazu machen, wo ich alle Digitationen zeige. Ich werde alle Skills zeigen. Ich werde auch, wie gesagt, zeigen, welche Digimon zu welchen werden, durch welche Bedingungen und so weiter und so fort. Ich werde noch ein Power-Level-Special machen, also ihr werdet sehr, sehr viel von dem Spiel noch sehen. Vor allem, ich werde natürlich alle Secrets machen, ich werde alles machen, was es in dem Spiel gibt. Ich werde alle Trainer besiegen, also alle Tamer, ich werde alle Typen besiegen, ich werde alle Items holen, alle Waffen und ich werde alle Karten holen. Ich werde sehr viel Karten spielen, ich werde einen Haufen Kram machen einfach nur. Ich werde vor allem auch jetzt bald, ich glaube nach diesem Part, anfangen das ultimative Deck zu bauen, ein Weiß-Deck, ein Angemon-Deck. Und ja, dann sage ich euch dann halt Bescheid. Ich sage euch Bescheid. Skull Mammothmon. Kenne ich gar nicht. Wann kam das vor? Sagt es mir. In welchem Anime, also in welchem in welcher Digimon-Staffel kam das vor? Was war das dort? Und mögt ihr Metwurst, wollte ich noch fragen. Mögt ihr Metwurst? Metwurst. Puppetmon. Oh, okay. Ich hasse Puppetmon. Das sieht aus wie ein... Ich weiß nicht. Ich finde immer, Puppetmon sieht aus wie Pinocchio mit einem Vorschlaghammer. Einfach. So, und das zerstört meine Kindheitsträume einfach. Puppetmon mit einem fetten Vorschlaghammer. So, ja, so. Na du! Geppetto hat mir gesagt, ich soll dir die Fresse polieren. Einfach krass. Also, ich mag Puppetmon nicht. Also, woher Puppetmon kommt, ist ja klar aus der ersten Staffel. Ja, aus der ersten Staffel. So, wir sind Level 83. Wird ja immer besser. Wir haben alle vier von Amaterasu besiegt. Yeah, ich habe wieder gewonnen. Und ich habe jetzt auch den schwarzen ID-Pass. So, jetzt nur noch nach Amaterasu City. Los geht's. Hoffentlich werde ich nicht geworbt. Nein, ich werde nicht geworbt. Der Part ist schon in Überlänge und dann werde ich jetzt hier auch cutten. Wir sehen uns im nächsten Part. In diesem Part erstmal keine Zuschauerfrage. Ich bin Belias LP. Bis dahin. Ciao, ciao.